Herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Asylum. Ja, wir haben hier gerade den ersten Schwung Doktoren gerettet. Und jetzt sollen wir quasi die nächsten drei befreien. Dr. Young, Dr. Kellerman und Dr. Chen. So. Um das zu erreichen, müssen wir dann hier wohl erstmal raus. So. Hier ist ein Fahrstuhl. Den brauchen wir wohl erstmal nicht. Gehen wir davon aus, dass wir hier unten lang müssen. Also. Ja, haben ja auch schon alles hier soweit abgecheckt. Karte haben wir noch nicht von den Riddlern. Das heißt, sehen können wir das hier nicht. Na gut. Ja. Wo fangen wir an? Sie da, Links, ein rechts? glücklicher Patient Rechts. ist ein ruhiger Patient. Wir Lassen fangen Sie rechts mich an. Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Penelope Young präsentieren. Seit sie vor 2 Jahren unserem Team beigetreten ist, ist Arkham einer der Vorreiter bei der Forschung zum Verständnis des menschlichen Geistes. Guten Tag, Arkham. Lassen Sie uns über den Verstand reden. Die müssen wir jetzt Wie kann befreien. eine so komplexe Einheit verstanden und gegebenenfalls behandelt werden, wenn sie Schwächen zeigt? Wie nur? Das Ziel des Projekts Da Titan sind ist, eine welche. Testumgebung zu schaffen, um Da dann sind umfassend böse unsere Buben. speziellen Fälle auf risikolose Weise zu testen. Unser Ziel ist es, die unglücklicheren Exemplare zu heilen, die Schwachen, die körperlich nicht den Herausforderungen gewachsen sind, die uns in dieser Zeit behandeln. Nicht nur dich. Sonst ist hier gar nichts. Nö. Keine Ahnung. Also gehen wir uns mal kloppen. Aber nach dem, was damals am Bahnhof. Er ist hier! Ja, er ist hier. Ist hier richtig erkannt. Zack. Bam. Ah, es ist schon echt böse, was Batman hier mit den treibt. Wie? Wie? Arschloch. Das geht ja gar nicht. So, dann mal weiter. Zum Doktor. Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Lady, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun, verstanden? Halt endlich den Mund! Wenn der Boss mit dir reden will, redet er mit dir. Bis dahin, halt deine Klappe! Die Stimmung alleine noch dazu. So, wollen wir uns das Ganze mal von hier oben angucken? Wieso ah, machst du das? Lass mich mit Joker sprechen. Wir haben eine Armee, die alles auseinandernimmt. Joker will, dass du hier bist. So, ihr Lieben. Ich glaube, ihr habt die längste Zeit euch da aufgehalten. Tut mir ja leid. Aber. Bitte lass mich gehen. Ich mache keinen. Das war's. Tada. Weil wir voll stylisch sind. Ja. Ach, ach, ach. Das geht nicht kaputt. Total. Wie viel dazu? Ab zum Doktor. Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Keine Sorge, Doktor. Ich habe Sie zuerst gerettet und jetzt werde ich die anderen Räume durchsuchen. Warten Sie, da draußen ist es gefährlich. Ja, da draußen ist es gefährlich. Da drin ist noch medizinisches Personal, das meine Hilfe braucht. Ja, da werden wir uns dann jetzt mal drum kümmern. So, nochmal eben fix umschauen, ob hier noch irgendwas. Irgendwas von Interesse ist, wollte ich gerade sagen. Also, spontan sehe ich jetzt nichts.
Kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass hier eine Kugel noch irgendwas gewesen wäre. Unterkünfte zu bewegen. Was ist denn das? Unsere Ergebnisse haben zu Debatten geführt, ob die Psychose an sich neurotoxisch ist und ob mögliche schädliche Veränderungen am Gehirn in einem Zusammenhang zu der Länge der psychotischen Episode stehen. Seine. Projekt Titan erlaubt uns die Fähigkeit des Einzelnen zu stärken mit solchen Veränderungen umzugehen. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend. Aber erst nach Ankunft des Patienten X stiegen unsere Erwartungen. Patient X war der Katalysator, der zur vollständigen Annahme des Titanprozesses führte. Wir danken allen unseren Wohltätern für diese. Immer wieder herrlich, diese Durchsagen und alles. Das haben sie echt cool gemacht. So, und hier irgendwo habe ich noch Gegner wahrgenommen, da drüben. Wie kümmern wir uns jetzt erstmal um die Mitte, würde ich sagen. Oh, was ist denn das? Machen wir mal so ein. Aha, Schacht offen. Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Okay. Ja, doch was übersehen. Da sieht man mal wieder. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum. Gucken sollte ich trotzdem. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher. Hier ist nichts mehr. Alles klar. Aber das ist nur die eine Seite. Ab zum nächsten Block. Unsere Flügel mit geringen Sicherheitsanforderungen bieten normalen, aber aufwendigen Personen einen sicheren Schutz. Das gucken wir uns doch mal an, was das wird. Batman! Sagen Sie nichts, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle! Ich weiß, aber nicht für mich. Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt! Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel! Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass er ins Gesicht geschlagen wird. Spielzeug! Wow! Das erste Mal getroffen worden. Ich wusste es, dass der mich trifft. Ja, jetzt läuft es ja mal nicht so ganz so gut. Konnte das nur passieren? Also dieses typische. Wenn sie bewerfen wollen. Das ist eine Sache, die ich gar nicht mag. Aber jetzt habe ich sie. Sei nicht so zufrieden mit dir, Bats. Ich wiege dich nur in Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Lass mich nicht allein, sie können... Ach, sagen sie immer. Die Superschurken. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen. Ganz ruhig, Sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspur-Gaunern fertig. Klar. Tjo, da unten kommen wir jetzt auch lang, aber da oben ist auch noch irgendwas. Oh, was ist denn das? Zu klein? Okay. Das eine hätte ein Affe lösen können, aber trotzdem gute Arbeit. Na, da kann ich noch nichts machen. Auch die Kryptonsmaschine. Also weiter. Und wieder eins von diesen. Denken Sie dran, ein glücklicher Patient ist ein Wunderpatient. Juhu! Okay, das hört sich nicht gut an. Da sind auch noch mal zwei. Was ist los mit dir? Weißt du gar nichts? Cash hatte vor einer Weile eine Meinungsverschiedenheit mit Killer Croc. Croc kam frei und hat Cash Hand aufgefressen. Oh Mann! Wenn du ein Riesenmonster auf dich zurennen siehst, erschieße es. Oder du stehst als nächstes auf seinem Speiseplan. Tja, so kann's gehen, ihr Lieben, so kann's gehen. Aber auch Batman ist ein Problem. Zack.
Zack. Bam. Autsch. Das hat wehgetan. Da wird der Kopf zermanscht. A little bit. Aber nur so ein bisschen. So, dann wollen wir mal gucken. Nein, wollen wir nicht. Steigen auf. Gleich mal schauen. So. Am besten machen wir jetzt, wenn wir uns das jetzt hier erstmal holen. Damit wir auch schön die Leute ausschalten können. So, weiter geht's. Na, jetzt zwei Flitz bieten. Boss, alles erledigt. Der Raum ist voller Gas und Captain Hook ist darin gefangen. Die Sache ist, dass Razor nicht rausgekommen ist. Er steckt da fest. Na, das wird ihm eine Lehre sein, herumzutrödeln. Lass keinen da raus. Auch nicht Razor. Er hat mich im Stich gelassen und das mag ich nicht. Ja, klar, Boss. Er hat uns sowieso nur auf. Die Fledermaus! Ja. Los, Batman! So, gut gehen. Nicht mal ausreden können konntest du. Oh, hast du mal bereit. Was ist passiert? Es gab einen Alarm im Medizingebäude. Ich habe Schreie gehört und fand den Doc auf dem Boden vor. Als ich ihm helfen wollte, wurde der Raum mit Gas geflutet. Die Türen wurden verriegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Wie mutig! Klatscht für Mr. Cash in die Hände. Er kann eine gebrauchen. Ja, also, befreien. So geht das ja nicht hier. Du musst uns helfen. Wenn du das Gas aus dem Raum lässt, könnten der Doc und ich hier raus. Klar, das machen wir. Da hängt einer. Den geht's nicht ganz so gut. Was ist denn das für einer? Das ist ein Böser. Hat er etwa gelogen, der liebe Joker? Nein, das kann nicht sein. Der lügt doch nicht. Er doch nicht. Wir wollen natürlich auch die ganzen Zähne noch mitnehmen. Ja, ich hoffe, du hältst noch ein bisschen, mein Freund. Noch geht's ja scheinbar gut. Zack. Beeil dich, du hast gesehen, was das Zeug anrichtet. Oh. Tja, jetzt habe ich ein kleines Problem, mein Freund. Tut mir ja leid, aber ich brauche deinen Körper. Ja, stirbt du? Irgendwie mag er Cash nicht. Und das verliegt. So, jetzt nochmal schnell hier einmal umschauen. Ob er irgendwas verpasst hat. Da ist einmal Zähne. Die habe ich. Da sind noch welche. Ey! Zack. So. Noch irgendwas? Nö. Nö, sieht so aus, als wenn es das wäre. So, mein lieber Cash. Dann erzähl mal. Doch noch was? Nein. Was ist hier passiert? Das gibt's ja wohl nicht. Warum habe ich die Intensivbehandlung verlassen? Ich hätte schon dafür gesorgt, dass der Freak bleibt, wo er hingehört. Tolles Gespräch. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ne? Nun gut, aber wir haben hier mal wieder ein Tonband. Und ihr wisst ja, Tonband erst bei der nächsten Folge. Also, auf bald!